Ja, hier bin ich im Eingangsbereich fast. Hier waren nämlich damals die Lasergegner. In der vorletzten Aufnahmesession, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch hier ist es wieder schwierig, was auszumachen. Wenn nicht, muss ich mir halt wirklich wenigstens für die beiden Etagen, also für diese und die nächste, mal die Maps holen, dass ich nach Secrets gucken kann, wo die versteckt sind. Auf der einen Seite ist das nur ein Sonntagsprojekt. Ich will da jetzt nicht zu viel Energie ins Suchen von Secrets stopfen. Zum anderen aber wäre es schick, die 100% zu haben, also alle Secrets zu finden. Hier ist schon mal nichts. Da geht's halt weiter. Das haben wir ja, dafür haben wir ja den ganzen Schmuh hier getrieben. Damit mache ich das auf und zu. Hier sind Rohre, aber keine Zahnräder dran. Und Pumpsachen, die nicht laufen. Oder nicht laufen wollen. Hier sind auch nur wieder Rohre. Der Stelle ist auch nichts. Das macht, glaube ich, hier. Ne? Oh. Hinter mir auf und zu. Hier, da geht's weiter. Okay, lassen wir mal das. Das ist die Tür zum Auf- und Zumachen. An diesem Tisch ist kein geheimer Knopf. Diesem Bücherregal sehe ich jetzt auch nichts Geheimes. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und ja, ich weiß, ich fuchtel teilweise wild mit der Maus. Da liegt noch was rum. Das soll ich aufsammeln. Achso, das habe ich da hingelegt gehabt. Ach, der kann aber wieder mit.
Dann packe ich den mal in irgendeine Kiste. Ja, hier ist nichts. Das macht das auf und zu. Den Schlüssel habe ich benutzt. Ja. Basic Zap. Advanced Umbrella Field, Advanced Discharger. Ja, damit kann ich. Konnte ich die Kisten da kaputt machen. Das bringt mir was. Aim Stabilizer Zappen. Ich wollte ihn austauschen. So, jetzt aber. Dann bleibt das mal offen. Kann die Keule da ruhig liegen bleiben. So können wir sie nämlich auch gut gebrauchen. Um das hier offen zu halten. Aber ich sehe hier drin leider auch nichts mehr. Secret-mäßiges. Keine Knöpfe zwischen diesen Dielenplatten. Ja, wie gesagt, ich hole mir die Koordinaten von den Secret-Knöpfen. Ich sehe ja da oben, wo ich ungefähr bin. Ja, und hier habe ich die Ventile umgelegt gehabt, die hier. Und hatte hier das Secret geöffnet, genau. Genau, die Ventile, die da so versteckt waren. Ansonsten sehe ich hier allerdings auch nicht wirklich was, wo noch was sein könnte. Haben wir hier an den Röhren? Sind keine Ventile mehr, nein. Player. Das heißt, hier könnte ich noch meinen. Obwohl, da habe ich mich eigentlich umgeguckt gehabt. Das heißt, es bleibt nur noch der Flecken hier. Ja. Das kann ich leider nicht beiseite schieben mehr. Ich glaube aber auch nicht, dass da noch was wäre. Die kann ich eh nicht mehr benutzen. Gut. Weil würde ich wahrscheinlich das Secret hier oben finden, könnte ich vielleicht auch die Secrets unten finden dann.
Ja, da hinten war ich auf jeden Fall jetzt. Genau, das habe ich nämlich da aufgemacht gehabt. Bin hier angekommen. Ja. Wenn ich da lang gehe, stürze ich wahrscheinlich nur in den Tod. Ja. Wäre schön, wenn wir sowas vermeiden könnten. Hier war nichts. Hier ist nur ein Lüftungsgitter über uns, aber sonst auch nichts. Der Weg runter. Und ja, ich weiß, ich könnte theoretisch jetzt einfach den Weg weiter nach oben gehen, aber wie gesagt, ich guck nach dieser Aufnahmesession, wo die Secrets sein sollen. Die drei im Untergeschoss und die drei hier oben. Schreibe mir das auf, beziehungsweise ich guck vor der nächsten Aufnahmesession. Und dann klappern wir die Secrets ab, bevor wir weitermachen. Ich würde nämlich gern alles mitnehmen, was ich finden kann. Schrauben und Nägeldinger. Da habe ich die ganzen Basic-Sachen reingepackt. Hammer, Werkzeugkasten. Nö. Hier sehe ich auch kein Rad zum Drehen. Keine Knöpfe zum Drücken. Und hier ist auch nichts Verstecktes. Kann ich das Ding beschweren? Nein. Das hier war nämlich auch so eine komische Sache. Ja. Einmal nicht aufpassen, wo man hintretet. Intritt. Und schon guckt man sich die Radieschen von unten an. Aber langsam muss ich passen. Ich habe echt keine Ahnung, wo.
hier etwas noch sein könnte. Die Secret-Knöpfe sind wirklich entweder schwer zu sehen oder ich bin blind wie ein Fisch. Oder ein Maulwurf. Das ist ja auch die Sache, wie viele Orte kommen denn in Frage? The Riddle of Steel, ja. Dieser Tisch macht mich auch etwas stutzig, so wie die Regale hier hinten. Aber hier ist nichts. Sind vielleicht garantiert Secrets, auf die man nicht so von selber kommt. Und ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Hey. Way. Genauso wie mich das hier immer noch ein bisschen irritiert. Keine Knöpfe, nö. Hier stehe ich auch mitten in der Tür. Da wird kein Secret sein. Garantiert suche ich mich jetzt gerade wie blöd ab und da ist es irgendwas Leichtes. Nee. Ich werde jetzt zurück zur Treppe nach unten gehen, also wupp, dahin. Lass mich dabei hoffentlich nicht abfackeln. Das könnte manchmal natürlich auch sein, dass das Ding irgendwo an der Innenseite von irgendeiner Tür oder so versteckt ist. Hm. Gut, gehen wir wieder runter. Ja, der Boiler läuft. Aber ansonsten nichts. Tja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen verfrühten Cut. Und dann finde ich heraus, wo die Secrets sind und dann sacken wir die ein. Nehmen alles mit, was wir kriegen können. Also. Spiel speichern, auch wenn wir heute nicht viel geschafft haben, weil ich viel auf Secret-Suche war und nichts gefunden habe. Dafür schaffen wir dann in der nächsten Aufnahmesession mehr. Also. Bis dann.